Guten Morgen, liebe Genossen und Genossen. Ich habe das schon immer als eine herausfordernde Aufgabe angesehen, zwischen Wahlen und vor Satzungsdiskussionen, die ich schon immer als den spannendsten Teil eines Parteitags verstanden habe, zu reden. Insofern hoffe ich, dass ich trotzdem eure Aufmerksamkeit erreichen kann. Liebe Genossen und Genossen, ich glaube, viele von uns haben die Berichterstattung vom gestrigen Tag schon zur Kenntnis genommen. Und an dieser Stelle lasst mich mal eins sagen. Ich bin auch schon eine Weile in der Partei. Ich habe hier verschiedene Höhen und Tiefen erlebt. Und ich sage mal, es liegt an uns, ob solche Schlagzeilen wie heute Schlachteplatte bei der Linken Wirklichkeit werden oder nicht. Ein Ergebnis von 70-30 ist Ausdruck einer politischen Selbstfindung unserer Partei. Und das ist nicht der Untergang des Abendlandes, sondern das ist im Prinzip Ausdruck dafür, dass wir um politische Projekte streiten. Und dieser Streit, diese Diskussion, die muss auch sein. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie schwierig das manchmal ist, mit solchen Ergebnissen umzugehen. Und dann sage ich trotzdem, liebe Genossen und Genossen, ein Parteitag hat eine Entscheidung getroffen. Und jetzt muss A, damit persönlich umgegangen werden und zweitens politisch. Und die Entscheidung gestern in dem Zusammenhang mit dem Wahlergebnis von Andrea ist keine Entscheidung gegen das Thema Flüchtlings- und Migrationspolitik. Ganz im Gegenteil, und das kann ich als Fraktionsvorsitzender, glaube ich, ganz gut einschätzen, dieser Teil unserer Arbeit wird eine wachsende Bedeutung gewinnen. Und dafür steht Andrea und dafür werden wir sie unterstützen und wir werden sie auch fordern, auf diesem Feld weiter politisch zu arbeiten. Liebe Genossen und Genossen, es gibt viele kluge Aufsätze darüber, dass sich die Gesellschaft verändert. Aufgrund von technologischen Entwicklungen, aufgrund von politischen Entwicklungen. Aber, liebe Genossen und Genossen, nicht nur die Gesellschaft verändert sich, wir auch, auch wir als Partei. Und manchmal ist es etwas schwierig als Partei mit solchen Veränderungen, die uns selbst betreffen, die wir selbst erfahren, die wir selbst spüren, dann auch umzugehen. Und insofern glaube ich, oder ich bin nicht der festen Überzeugung, wir werden als Partei weiter hinter einem Projekt stehen, was da lautet, wir wollen eine sozialere Gesellschaft. Wir wollen eine Gesellschaft, die individuelle Freiheitsrechte garantiert. Wir wollen eine Gesellschaft, die sich demokratisch entwickelt. Wir wollen eine Gesellschaft der sozialen und wirtschaftlichen Stabilität. Diese Grundsätze bleiben. Und davon uns hängt es ab, ob wir es schaffen, diese Grundsätze auf die veränderten Bedingungen anzupassen. Und da, liebe Genossen und Genossen, haben wir viel zu tun. Lasst mich das mal zwei oder drei Beispielen deutlich zu machen. Wir haben ja nicht nur nächstes Wochenende drei Wahlen. Wir haben in den nächsten Monaten insgesamt 8 Wahlen, einschließlich der Bundestagswahlen. Und dann sage ich, nach diesen Bundestagswahlen wird sich nicht nur die politische Farbenlehre von Landesregierungen verändert haben, sondern wir werden einen Ausdruck dafür haben, welches politisches und soziales Angebot die Bevölkerung annimmt. Wir werden einen gesellschaftlichen Ausdruck dafür finden, ob und wie wir selbst mit unseren Angeboten durch die Gesellschaft wahrgenommen und angenommen werden. Und insofern, liebe Genossen und Genossen, haben wir hier in Brandenburg etwas zu tun, was weit über die Arbeit eines Landesverbandes hinausgeht. Ihr alle kennt die Umfragewerte. Ihr kennt sie aus Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Thüringen, überall. Und deswegen sage ich, wir haben hier eine Pflicht, wir haben hier eine Verantwortung, die wir wahrnehmen werden und wahrnehmen müssen, wenn wir für die Gesellschaft eine linke Perspektive eröffnen wollen. Und wie wichtig das ist, zeigt sich doch nicht nur in Deutschland. Liebe Genossinnen und Genossen, heute sind Wahlen in der Slowakei. Die Slowakei hat nach Medienberichten ganze 8 Flüchtlinge aufgenommen. Es gibt in der Slowakei nur ein Wahlkampfthema. Das ist die Angst vor Überfremdung und Islamisierung. Alle Parteien machen das. Und das macht doch einen Punkt deutlich, liebe Genossinnen und Genossen, dass Themensetzungen, die im Zusammenhang mit der Migration und Integration von Kriegsflüchtlingen hier in Europa betreffen, mittlerweile nicht nur Gesellschaften polarisieren, nicht nur eine politische Zuspitzung innerhalb einer Gesellschaft erfahren, siehe Ungarn, siehe auch Polen, siehe zum Teil Skandinavien, siehe Frankreich, sondern dass wir tatsächlich an einem Scheideweg stehen. Mit welchen Wertesystemen sollen sich Gesellschaften entwickeln? Und dann sage ich auch so offen, liebe Genossinnen und Genossen, ich finde, wir haben in den letzten 20, 25 Jahren hier in Brandenburg unter verschiedenen Namen einen großen Beitrag dafür geleistet, dass Gesellschaft stabil ist, dass Gesellschaft sich auch sozial entwickeln soll,
dass Gesellschaft auch mit einem linken Anspruch versehen werden kann. Und dieser Anspruch, der wird uns weitertragen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und insofern, liebe Genossinnen und Genossen, ist das, was wir hier heute machen, was wir in unserer täglichen Arbeit vor Ort machen, was wir in der Landtagsfraktion machen, ein Ausdruck, ich glaube, genau dieser politischen Verantwortlichkeit. Und genau dazu werden wir weiterstehen. Liebe Genossinnen und Genossen, Katja hat gestern, fand ich, eine sehr bemerkenswerte Rede gehalten. Und sie hat auf einen Punkt aufmerksam gemacht, mit dem wir im Landtag fast zu jeder Sitzung konfrontiert sind. AfD, Pegida und viele weitere Strömungen werden in der Öffentlichkeit vor allen Dingen über Fremdenfeindlichkeit wahrgenommen. Dass sie aber hinter dieser Fremdenfeindlichkeit gesellschaftliche Ansätze verfolgen, die ein Rollback dieser Gesellschaft bedeuten, das geht in der aktuellen Diskussion tatsächlich unter. Und da geht es nicht nur um die sozialen Angebote, da geht es nicht nur um die arbeitsmarktpolitischen Angebote, da geht es auch um die Angebote der Rolle von Geschlechtern in dieser Gesellschaft. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe noch nie ein so frauenfeindliches Bild in einer Partei gesehen wie der AfD. Und insofern, glaube ich, hat Katja gestern auch deutlich gemacht, dass wir in der Auseinandersetzung mit Pegida, mit AfD, eben nicht nur vor der Frage stehen, eine andere Flüchtlingspolitik nicht nur verteidigen und vertreten und umsetzen zu müssen, sondern auch das, was dahinter ebenfalls abläuft, die generelle Veränderung der Gesellschaft hin zu einem Konservatismus, der eigentlich Ausdruck, wenn ihr es gestattet mir das zu sagen, des 19. Jahrhunderts ist. Und das dürfen wir nicht zulassen. Genauso wenig, wie wir zulassen dürfen, dass bestimmte Diskussionen, dass bestimmte Auseinandersetzungen, dass auch Sorgen und Ängste uns nicht mehr erreichen. Und ich sagte vorhin, die Gesellschaft verändert sich. Wir haben eine Situation, dass heute jeder mit jeder Meinung stundenlang im Netz unterwegs sein kann und immer wieder bestätigt wird. Immer wieder bestätigt wird. Wir haben eine Situation, wo auch öffentlicher Berichterstattung zum Teil keinen Glauben mehr geschenkt wird. Wir haben zugleich eine Situation, dass eigene Vorbehalte, dass eigene Überzeugungen ausschlaggebend dafür sind, wie man letztendlich jede einzelne Meldung bewertet. Und ich mache das auch an einem Beispiel deutlich. In Brandenburg, in einer mittelgroßen Stadt in Brandenburg, hat die Polizei in einer wochenlangen Aufklärungsarbeit nachgewiesen, dass Belästigung von Kindern durch Ausländer nicht stattgefunden hat. Dieses Thema hat wochenlang die aktuelle Debatte in der Stadt geprägt. Und selbst nach dem Bekanntwerden der Ergebnisse, dass es falsch war, ist es nicht gelungen, Mehrheiten herzustellen dafür sozusagen, dass die Wahrheit tatsächlich angenommen worden ist. Und das macht auf ein Problem mehr aufmerksam. Wir werden uns im Alltag noch stärker vernetzen müssen, um zu verhindern, dass solche Parallelgesellschaften, auch was Bildung von eigenen Überzeugungen angeht, um so etwas zu verhindern. Zu verhindern in dem Sinne, dass wir im Gespräch bleiben. Zu verhindern in dem Sinne, dass wir uns kümmern. Dass wir die alte Stärke, die wir haben, im Alltag präsent zu sein, vernetzt zu sein, dass wir das tatsächlich umsetzen. Und insofern, liebe Genossinnen und Genossen, kann ich nur sagen, die Auseinandersetzung, die wir im Parlament führen, auch mit Gauland und anderen, ist eben nicht nur eine Auseinandersetzung hier auf Landesebene, sondern wir haben hier sofort und zugleich immer die bundespolitische und die europäische Ebene dann hiermit vor Ort. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich noch einiges zu aktuellen Aufgaben sagen. Wir werden eintreten in wenigen Wochen und Monaten in eine aktuelle Debatte um den sogenannten Doppelhaushalt für 17 und 18. Das ist eine uncharmante Diskussion. Da geht es um Geld, da geht es um Zahlen. Aber dahinter, liebe Genossinnen und Genossen, verbergen sich politische Entscheidungen, die wir zu treffen haben, die die soziale und wirtschaftliche und demokratische Entwicklung dieses Landes in den nächsten Jahren bestimmen werden. Und machen wir uns nichts vor, für Rot-Rot sind die Jahre 17 und 18 die Jahre, wo wir zu liefern haben, ob wir unseren eigenen Anspruch, den wir im Koalitionsvertrag, den wir uns im Wahlprogramm, den wir uns in politischen Debatten erarbeitet haben, auch umsetzen können. Und dabei, liebe Genossinnen und Genossen, haben wir von Anfang an auf einen Punkt gesetzt. Wir haben immer gesagt, wir machen in Brandenburg Politik für alle Menschen, die hier leben. Und das Wohnungsbauprogramm, was wir aufgelegt haben, ist entstanden, weil wir sowieso einen sozialen Wohnungsdruck hatten.
dass es sich jetzt noch mal zugespitzt hat durch die Situation, dass Entscheidungen vorgezogen werden mussten, dass es schneller gehen muss. Ja, das stimmt. Aber wenn wir über den sozialen Wohnungsbau in Brandenburg reden, dann reden wir eben über den sozialen Wohnungsbau für alle, die hier leben. Und wenn wir über arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und den Zugang zum Arbeitsmarkt reden, dann reden wir eben über alle, die hier leben, einschließlich derjenigen, die zu uns geflüchtet sind. Und liebe Genossen und Genossen, wenn wir über eine Verbesserung des Bildungssystems reden, dann reden wir eben auch über eine Verbesserung des Bildungssystems für alle. Und diesen Anspruch, den dürfen wir nie aufgeben. Nie aufgeben. Und ich war sehr erstaunt darüber, dass der Bundesvorsitzende der SPD, Sigmar Gabriel, ein soziales Identifikationsprojekt für Deutsche vorgeschlagen hat. Ich weiß ja, was er meint. Hoffe ich jedenfalls, dass er es noch meint. Aber genau das ist ein Diskussionsstrang, der mit dazu führt, dass Gesellschaft in der Öffentlichkeit, in der Politik, in der politischen Wahrnehmung geteilt wird. Und das dürfen wir nicht zulassen, das werden wir auch nicht zulassen. Und das wird weder die rot-rote Landesregierung noch wird das die Landtagsfraktion der Linken für Brandenburg zulassen. Dafür stehen wir, dafür streiten wir auch, dafür werden wir auch kritisiert. Wir machen dabei auch Fehler, aber ich glaube, den Anspruch werden wir mit euch zusammen auch umsetzen können. Wir stehen jetzt vor einer Aufgabe. Wir müssen jetzt projizieren, wie Brandenburg in 15 oder 20 Jahren aussehen wird. Wir haben etwa 40.000 Flüchtlinge. Das ist eine Kleinstadt in Brandenburg oder eine Stadt. Wir müssen jetzt die sozialen, wirtschaftlichen und infrastrukturellen Voraussetzungen schaffen, dass wir nicht Fehler wiederholen, die es in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen von Zuwanderungswellen mehrfach gegeben hat. Dass wir zulassen, dass eine Integration nicht stattfindet. Dass wir zulassen, dass soziale Netzwerke nicht schon da sind, bevor Probleme entstehen und wir versuchen, sie erst danach wieder zu schaffen. Und insofern ist das, was wir jetzt vor uns haben, eben nicht nur eine finanzpolitische Herausforderung. Es ist eben nicht nur eine bloße Debatte über Zahlen, sondern es ist die Diskussion über den Inhalt, für den wir stehen. Und dazu, liebe Genossinnen und Genossen, haben wir eine Reihe von Vorschlägen. Und ich will mit einem Punkt oder ich will zwei oder drei Punkte davon deutlich machen. Diana hat sich entschieden, für den Landesvorstand zu kandidieren. Das ist mit Sicherheit keine ganz einfache Entscheidung gewesen. Weil Diana sagte das selbst, man hat eigentlich genug zu tun. Und deswegen sage ich trotzdem, dadurch, dass Diana als Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie tätig ist, haben wir eines der Schlüsselministerien in der Hand, wo wir den Nachweis führen können, in Zusammenarbeit mit allen anderen, dass wir in der Lage sind, nicht nur Menschen unterzubringen und gesundheitlich zu versorgen, sondern dass wir tatsächlich eine Integration von Menschen in der Gesellschaft durchführen können. Und dafür werden wir nächste Woche den ersten Schritt gehen. Das Landesaufnahmegesetz wird zur Abstimmung stehen. Ein Gesetz, für die wir als Linke oder auch als Landesregierung von vielen Kommunalpolitikern kritisiert werden, weil angeblich nicht genug Geld bereitgestellt wird. Und dann sage ich jetzt mal, liebe Genossinnen und Genossen, was völlig in der Diskussion untergeht. Wir sind das Bundesland, nach meiner Kenntnis das einzige Bundesland, was in der Situation, in der wir sind, mit Herausforderung Integration und Migration, der Standard erhöht, was Unterbringung betrifft, was Kostenpauschalen betrifft, was sozialpsychologische Betreuung betrifft, was Gesundheitsversorgung betrifft. Und ich soll ich mal sagen, ich bin stolz darauf, dass wir da sind. Ich bin stolz darauf, dass wir da sind, weil es ist ein deutliches Signal. Und diesen Weg müssen wir weitergehen. Und das meinte ich, wenn wir jetzt projizieren müssen, was mit den nächsten 15, 20 Jahren ist, zum Beispiel durch Netzwerke Soziale Stadt, zum Beispiel durch das Wohnungsbauprogramm, zum Beispiel aber auch durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die wir gemeinsam auch mit der Bundesagentur für Arbeit durchführen können. Und insofern werden eben die nächsten beiden Jahre, also 17, 16 oder die nächsten drei oder die drei Jahre, 16, 17, 18, darüber entscheiden, wie Rot-Rot und letztendlich wir als Linke in der Gesellschaft in Brandenburg wahrgenommen werden. Und dann wird sich entscheiden, welche gesellschaftliche Rolle uns zugesprochen wird in der Wahl zu 2019. Insofern, liebe Genossinnen und Genossen, die Zeit bleibt spannend. Die Arbeit wird nicht aufhören. Aber ich kann nur sagen, die Arbeit kann auch ganz viel Spaß machen. Und was ich mir manchmal wünschen würde,
dass wir als Partei, dass wir auch als Parteitag stärker als bisher einfach ausstrahlen, Leute, es ist uns bewusst, dass wir regieren. Und wir wollen auch regieren, weil wir wissen, wir können damit durch Regierungshandeln tatsächlich etwas bewegen. Vielleicht nicht so viel, wie manch einer von uns möchte. Aber ohne das, was wir bewegen, wäre Brandenburg nicht in der Situation, in der wir sind. Und dann kann ich nur sagen, wir haben in den letzten 8 Jahren die stabilste wirtschaftliche und soziale Entwicklung mitgestaltet, nicht alleine gestaltet, mitgestaltet, die das Land jemals gehabt hat. Und ich finde, das ist ein großartiger Erfolg und darüber kann man sich auch mal freuen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich will euch nicht, ich sage mal im Einzelnen, aufführen, was wir uns als Landtagsfraktion jetzt als Schwerpunkte definiert haben. Für unsere eigene Arbeit, weil das ist viel interne Arbeit, viel zu leisten, sind viele Gespräche zu führen, es sind viele Abstimmungen herbeizuführen, es ist viel, viel politische Arbeit zu leisten, die niemals an die Öffentlichkeit dringt, aber dafür sind wir letztendlich da. Ich will euch nur sagen, dass wir uns entschieden haben, ein paar Schwerpunkte zu setzen, von denen ich hoffe, dass wir sie in den nächsten Jahren auch tatsächlich so umsetzen können, wie wir es gemeinsam wollen. Das wird einmal die Frage Bildung sein. Bildung, dazu hat Katrin, Gerrit, viele, viele andere hier schon vieles gesagt. Ich will nur sagen, wir sehen gerade an diesem Beispiel, wie lange es auch dauern kann, eine gut gemeinte Absicht, von der wir überzeugt sind, in der Gesellschaft mehrheitsfähig zu machen und sie auch umzusetzen. Und deswegen, liebe Genossen und Genossen, lasst uns immer daran denken, ein Parteitagsbeschluss ist wichtig, aber die Veränderung der Welt beginnt nach dem Parteitagsbeschluss. Und das ist einfach Arbeit, das dauert Zeit und das kostet Kraft und das kostet ganz viel Kraft. Und das werden wir auch nur gemeinsam können, wenn wir uns auch gemeinsam hinter solchen Beschlüssen stellen und sie auch gemeinsam umsetzen. Liebe Genossen und Genossen, wir werden weiter bei der Frage der Entwicklung des Landes Brandenburgs, was kommunale Selbstständigkeit, was Entwicklung von Kommunen betrifft. Und ich hatte auf den letzten Parteitag schon gesagt, dass eines der Schwerpunkte, die wir setzen, die Landesplanung oder die Landesplanung Berlin-Brandenburg ist. Auch so ein völlig trockenes Thema. Aber liebe Genossinnen und Genossen, dahinter verbirgt sich, welche Funktionen Städte im ländlichen Raum haben sollen. Dahinter verbirgt sich, ob wir es schaffen, Daseinsfürsorge tatsächlich in die ländlichen Räume zu bringen, zu schaffen und zu gewährleisten. Dahinter verbirgt sich die Perspektive von zukünftigen Einsatz öffentlicher Mittel im Land Brandenburg. Und deswegen mag es auch ein trockenes Thema sein. Gerade deswegen ist die Diskussion über Nachhaltigkeit, über regionale Entwicklung, über das, was wir in der Landesplanung abzudecken haben oder abzubilden haben, über das, was wir gemeinsam politisch zu entscheiden haben, eines der Grundlagen dafür, wie wir mit der demografischen Entwicklung in diesem Land, nicht nur in Brandenburg, aber eben auch in Brandenburg, politisch umgehen wollen. Ob es uns gelingt, Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen tatsächlich zu gestalten. Und das nicht über 2 oder 3 Jahre, denn das, was Sie heute entscheiden, hat Auswirkungen von 8 bis 10 Jahren. Das muss uns auch immer bewusst sein. Und insofern ist das, glaube ich, eines der zentralen Punkte, die uns auch in der Perspektive der nächsten Zeit beschäftigen werden. Das Dritte, das ist natürlich die Frage der wirtschaftlichen Stabilität. Und da geht es eben nicht nur um Hengingsdorf, da geht es eben nicht nur um die Braunkohle in der Lausitz, da geht es um den Erhalt und den Ausbau und die Weiterentwicklung unserer industriellen und mittelständischen Substanz in diesem Land Brandenburg. Und liebe Genossen und Genossen, es gibt bundesweit, nach meiner Kenntnis, ganz wenige Bundesländer, die ein Stück weit eine Innovationsoffensive über mehrere Jahre hinaus bereits getragen haben. Und ich hoffe ganz einfach, dass es das gelingt, die Grundsätze, die wir mitgelegt haben, auch in der Perspektive weiter umzusetzen. Denn eins ist auch klar, ohne einen Ausbau, einen weiteren Ausbau im Bereich Wissenschaft, Wirtschaft, in der Zusammenarbeit mit Berlin, wird es die Gesamtregion schwer haben. Und das muss die Berliner Seite nachvollziehen und das muss auch die Brandenburger Seite nachvollziehen. Und ich hoffe sehr, dass nach den Berliner Wahlen im September mit einer anderen politischen Farbenkonstellation die Frage der Zusammenarbeit in der Hauptstadtregion sich besser und weiter ausgestalten kann, weil wir brauchen uns gegenseitig. Und weil das so ist, muss es eben auch politisch nachvollzogen werden und das kann es auch. Einen dritten Punkt will ich nennen,
Das ist die Frage der sozialen Entwicklung. Diane hat von der Armutsbekämpfung gesprochen, von dem Schwerpunkt Kinderarmut, der gesetzt worden ist. René als Arbeitskreisleiter genauso wie Diana und viele andere sind auf den verschiedenen Facetten dieses Themenfeldes unterwegs. Und ich glaube, wir alle wissen, dass gerade Veränderungen im Bereich soziale Differenzierung eines der schwierigsten Felder ist, weil es ja nicht nur von uns abhängig ist. Und trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass wir mit solchen Projekten wie Kampf gegen Kinderarmut, aber auch die runde Tische, die eingerichtet worden sind, nicht nur darüber reden, sondern dass wir Projekte und Vorhaben aus den Regionen finden, die wir unterstützen können und umsetzen werden und die tatsächlich eine Veränderung dann in der Region bewirken. Ich hoffe das und ich bin mir sicher, dass wir das auch schaffen werden. Und liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich eins sagen zu dem Bereich. Ich dachte, mich könnte im Land Brandenburg wenig überraschen, weil ich habe ja schon eine Reihe von Funktionen gehabt. Aber als ich Fraktionsvorsitzender geworden bin und mich dann unter anderem auch in die Finanzierung des Sozialbereichs eingearbeitet habe, muss ich ehrlich sagen, mir ist schleierhaft, wie in den letzten 15, 20 Jahren die ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich finanziert worden ist. Und da kann ich nur ganz klar so auf Dauer nicht. Und wenn wir hier einen Punkt setzen können als Linke, dann hat das eben nicht nur etwas mit dem Geld zu tun, was gar nicht in dem Umfang so viel ist, sondern das hat dann etwas zu tun, dass wir gesellschaftliches Engagement anerkennen, dass wir genau das machen, was wir selbst von anderen fordern, um im Rahmen unserer Möglichkeiten stabile Verhältnisse zu schaffen, dass gesellschaftliches Engagement möglich ist. Und dann sage ich mal, also auch dafür ist eine Linke und auch eine rot-rote Koalition da und auch das werden wir abbilden und dann auch umsetzen. Liebe Genossen und Genossen, ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich an dieser Stelle auch bei allen Kolleginnen und Kollegen, bei allen Genossen und Genossen meiner Landtagsfraktion, als auch der Mitarbeiter an dieser Stelle auch ganz herzlich zu bedanken. Weil ja, wir haben nach der Wahl 2014 einen neuen Anlauf genommen und ich glaube, es ist uns gelungen, als Institution Arbeitsbeziehungen aufzubauen, die stabil sind. Es ist uns auch gelungen, ein Klima zu schaffen, wo man sich gegenseitig vertraut. Und was das Allerwichtigste ist, es ist uns auch gelungen, eine Situation herbeizuführen, wo an der Fraktion bei Landtagsentscheidungen auch keiner mehr vorbeikommt. Und auch das ist vielleicht ein Ausdruck von Stärke, auch vom politischen Einfluss. Und genau diesen Weg werden wir weiter beschreiten, weil ich bin der festen Überzeugung, dass wir als Rot-Rote Koalition, als Fraktion der Linken im Landtag Brandenburg zusammen mit der Landespartei einen wesentlichen Beitrag für die Entwicklung des Landes leisten können. Vielen Dank. Applaus